Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stray auf meinem Kanal. In der letzten Folge sind wir hier in dieser Stadt gelandet. Wir sind runtergefallen und sind von unseren Streunerkollegen getrennt worden. Und in dieser Folge werden wir jetzt hier weiter einen Ausweg aus dieser trostlosen Stadt finden, die, by the way, wirklich sehr schön aussieht. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel echt sehr gut aussieht. Wir werden uns auf jeden Fall hier jetzt weiter fortbewegen, weil durch unser Miauen wird ja uns der Weg geweist. Und dann werden wir jetzt einfach mal schauen, wie wir hier rauskommen und wie wir wieder zu unserer vorherigen Family kommen. Gehen wir hier mal weiter. Klettern mal da hoch. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich denke mal, es wird mehrere Wege geben. Wir müssen da irgendwie hoch, gell? Naja, ich sehe, glaube ich, wo es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall einen Ausweg finden aus dieser Stadt. Und mal gucken, was es auch mit diesen Nachrichten auf sich hat, mit Follow Me und so. Da glaube ich erst hoch. Da ist wieder eine Kamera. Es hat irgendjemand beobachtet uns. Oha. Das ist aber gefährlich, kleine Katze. Wir müssen hier gleich durch, aber ich will mich hier noch kurz um. Wie gesagt, kein Geheimnis verpassen. Okay. Müssen wir das mitnehmen? Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Die Wohnung. Oh ja. Erstmal schön Randale machen. Es scheint hier aber wirklich sehr lange kein Mensch mehr gewesen zu sein, so wie das hier alles aussieht. Weil niemand lässt hier das Fenster offen, würde ich sagen, oder? Nee. Ich glaube tatsächlich, das würde keiner. Und vor allem ist es eine sehr spärliche Wohnung, sind wir ehrlich? Ich meine, hier ist ein Klo im selben Raum, wo man schläft. Machen wir erstmal den Teppich ein bisschen. Werfen unsere Krallen am Teppich. Schön Katzendinge machen. Oi, die sieht so süß aus. Man kann Katzen auch eigentlich nicht hassen dafür, was sie tun, weil sie halt bei allem so niedlich aussehen. Radio läuft auf jeden Fall. Okay. Wir können das Radio ausmachen. Na, lassen wir mal aus. Obwohl, ja. Machen wir an. Werden wir uns hier in der Wohnung ein bisschen umgucken. Was wir noch machen hier oben? Erstmal alles umschmeißen. Brauche Hilfe. Daten komprimiert. Brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Durch Tür gehen und einschalten. Was? Okay.
Okay, ich weiß zwar nicht, was wir hier genau tun sollen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es kein Ort, wo eine Katze sein sollte. Was steht da? Metalliqui? Soll sowas wie eine Band sein? Kann das? Anlegung vielleicht an Metallica? Ich kann es nicht richtig lesen. Ich sitze gerade ein bisschen weit weg von meinem Bildschirm, nicht wundern. Ich glaube, wir müssen das hier aber anmachen. Auch mehr von den Dingern. Können auf jeden Fall nicht raus. Wir haben hier also noch was zu tun. Okay. Da ist diese Wackelarmkatze, finde ich sehr süß. So eine habe ich auch. Ich irgendwann mal ein Bild machen. Okay, wir brauchen noch etwas. Zwei Bildschirme leuchten schon. Ah, da oben. Aber noch eins. Ich weiß zwar nicht, warum eine Katze sowas tun sollte, aber die Katze ist scheinbar sehr hilfsbereit, die wir spielen. Und wir sind ja natürlich eine sehr, sehr nette Katze. Wir werden natürlich dem etwas helfen. Okay. Wo könnte das letzte hier im Raum sein? Hier oben vielleicht? Eigentlich von hier irgendwie weiter? Nee, ich kann eigentlich nur runter, gell? Ah, okay, ich sehe schon da oben. Jetzt haben wir's. Sorry, man muss sich ein bisschen gut umgucken hier. Nein, ich will da gar nicht hoch. Ich will das gleich aktivieren. Na, so süß. Haben wir eine Geheimtür getriggert? Aimless. Okay. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Ein Roboter? Soll das ein Roboter darstellen? Oh. Haben jetzt hier so einen kleinen Roboterkopf. Müssen wir den hier rüberbringen? Oh ja, okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich als Katze sowas tun sollte, aber ich hab's halt getan.
kleiner Wall-E. Okay, der Roboter ist auch niedlich. Oh, wie wir schnurren. Wir haben uns unser eigenes Spielzeug gebaut. Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der toten Stadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher komprimiert ist. Ich bin schon so lange im elektrischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Also für einen Menschen hat er gearbeitet, der Roboter. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht ebenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Ich denke, das ist der Katze egal, wie wir dich nennen. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst es gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folgt mir. Wollen wir jetzt einfach dem Roboter folgen? Aber okay, wir haben ihm geholfen. Warum sollte er uns anlügen? Wir haben ihm jetzt geholfen, dass er frei ist. Diese Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Ja, dann let's go. Es nervt mich, dass ich mit Kreis beenden muss. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Dass ich mit Kreis das beenden muss, ärgert mich ein bisschen. Den musst du dir noch umlegen. Oh, wir haben einen kleinen Rucksack. Jetzt sehen wir echt aus wie im Trailer. Ah, okay, ist irgendwie gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Wieso probiert unten dort zu kriechen? Ja, ich lieb's. Ist ganz ungewohnt, so einen Rucksack und so eine Jacke anzuhaben, gell? Aber wurde das jetzt speziell für eine Katze erfunden? Weil der Rucksack scheint ja sehr speziell zu sein. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Er beantwortet genau meine Frage. Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Drücke Pfeiltaste um. Oh mein Gott! Wir haben Inventar! Erinnerung. Es sind Erinnerungen vom Bot, oder? Ah, ich verstehe. Also müssen wir. Sensoren erfassen Erinnerungen in der Nähe. Also, ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Okay. In den Gegenstand. Oh, ist das schön. Ah, ist das toll. Ich mag das. Wir können eine Taschenlampe einschalten. Oh mein Gott.
Oh, es ist toll. Ah, mit dem Klavier. Ich mag's. Also haben wir jetzt einen kleinen Begleiter. Wir sind nicht mehr ganz so alleine wie am Anfang. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich würde es mehr feiern, wenn ich jetzt hier blaue Tapser hätte. Nicht für lange Zeit, aber so die ersten paar Schritte. Das wäre schon echt schön. Wir brauchen hier einen Code. Code für den Exit. Der wird hier wahrscheinlich irgendwo stehen. Code! 3748. Okay. Dann wissen wir da auch schon mal Bescheid. 3748. Hä? Hallo? 3748. Muss ich den jetzt echt mit der Tastatur eingeben? Oh mein Gott. Okay. Ich muss mit Viereck bestätigen. 3748. Oh, und jetzt hat sich die Tür geöffnet. Ja. Oh. Also finde ich schön, dass wir jetzt so einen kleinen Roboterkumpel haben. Wir haben unseren kleinen Wall-E dabei und sind jetzt quasi... Was? Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Okay, jetzt ist halt die Frage. Der Roboter probiert seine Erinnerungen wiederzufinden und wir probieren uns nach Hause, also wir probieren wieder zu unserer Familie zurückzukommen, zu unseren Streunerkollegen. Die Frage, der Fragen, die ich mir jetzt stelle. Wir haben jetzt dem Roboter geholfen, will er uns jetzt helfen? So viel habe ich jetzt noch nicht ganz, er hat auf jeden Fall gemeint, hier ist es gefährlich und warum sollte er uns anlügen? Ich meine, wir haben ihm geholfen. Die Frage ist nur, wo er uns hinleiten will. Wir sind ja nur eine unschuldige Katze. Die bringt mega süß aus, wenn sie ihm einmal rutscht. Ja, yippie, juhu. Ich feier das gerade ein bisschen. Yay. Ja. Ich bin verliebt. Ich bin komplett entzückt von dem Game. Okay. Dann wir hier. Eine Filmfrequenz. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre es, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das dort? Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte. Das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Postkarte. Neuer Gegenstand errungen. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Neue Erinnerung. Wie war das? Inventar? Postkarte. B12 zeigen. Die Postkarte. Die Außenwelt. Wir werden den Himmel wiedersehen. Das verspreche ich. Das hat er uns auf jeden Fall gerade gesagt. Wir kommen ja quasi von der Außenwelt. Wir sind ja jetzt hier gerade quasi in so einer Stadt. Die aber scheinbar nicht draußen ist. Hier sind überall Lichter. Wir sind wahrscheinlich irgendwo im Untergrund, in irgendwie so einer Stadt. Ich meine, wir waren ja umzingelt von Mauern und sind wir jetzt vielleicht innerhalb dieser Mauern? Aber was mich jetzt schon richtig krass fasziniert an dem Spiel, diese Welt. Uns ist noch nichts bewusst über diese Welt. Wir wissen nur, dass wir eine Katze sind, die von draußen in diese Stadt hier gefallen ist. Und wir jetzt diesen Roboter getroffen haben. Aber was mit der Menschheit, was mit dieser Stadt passiert ist, erfahren wir wahrscheinlich noch. Und darauf freue ich mich richtig hart sogar.
Und irgendwas hat es ja mit den Farbeimern zu tun. Wir können lauter Farbeimer umwerfen. Ja, finden wir das einfach raus. Hier hinten konnte ich nichts machen. Ich finde das Miauen schön. War hier irgendwas? Man kann bestimmt auch B12 zu bestimmten Sachen hier in der Stadt fragen. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Eimer, den brauchen wir. Eine Sicherheitszone. Okay, er kann uns auch die Schilder dann übersetzen. Das finde ich sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das hier? Ein bisschen Angst vor den Tierchen. Folgen die uns? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Viechern. Die Slums. Hier sind auf jeden Fall noch Roboter. Okay, und er hat Angst vor uns. Er läuft weg vor uns. Ich verstehe zwar nicht warum, aber... Also die Roboter scheinen hier noch aktiv zu sein. Aber warum haben die Angst? Denken die, wir sind eins dieser Tierchen? Können hier auf jeden Fall nicht weiter. Hier wäre irgendwie so ein Eimer. Können wir dann runter, okay. So. Warum haben die denn Angst vor uns? Tragen auf jeden Fall Klamotten wie Menschen. Er will, dass wir herkommen, oder? Das kann ich nicht vorlesen. Die scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurg. Zurg. Ach, der Wächter sagt es, du bist kein Zurg. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Meint er jetzt uns als Katze wahrscheinlich, ja? Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Warum sollte eine Katze ein Roboter? Ja gut, sie wissen ja nicht, was ich für ein Lebewesen bin. Okay, das ich verstehe die Angst ein bisschen. Und ich denke, die Katze denke ich halt so, what the fuck wollen die eigentlich die ganze Zeit von mir? Ich will doch nur zu meinen Streunerkollegen. Okay, der Alarm war unnötig, ihr könnt rauskommen. Ist nur ein merkwürdig Fellknäuel mit einem kleinen Roboter. Nicht schön. Alter, diese desinteressierten Gesichter. Ich liebe sie, diese Robotergesichter. Oh. Haben sie sich alle beruhigt. Wir können noch mit ihm reden, oder? Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Gegenstände? Oh. Ein Bild
von der Außenwelt lächerlich. Okay, warum lächerlich? Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Wer ist Momo? Kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Okay. Okay, okay, okay. Da oben ist also jemand, der auch schon probiert hat, hier rauszukommen. Zögere nicht. Mich jederzeit zu rufen, ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen das Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild, der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangefarbenen Neonlicht sprechen. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Okay, ich meine, der Roboter hilft uns jetzt gerade mal, dass wir rauskommen. Aber woher weiß er, dass wir rauskommen wollen? Aber gut, er beobachtet uns ja jetzt schon eine Weile. Wir gucken uns hier mal um. Wir sprechen mal mit den Leuten. Treffen. Joris heißt er. Hast du uns so einen Schreck eingejagt? Wir dachten, du wärst ein Zurg. Was ist denn ein Zurg? Sind diese kleinen Wesen Zurgs? Och, sehr hübsch. Okay, gut. Wir können auf jeden Fall mit Leuten interagieren. Das hilft bestimmt. Ronny, dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie dieses Ding funktionierte. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. Schön. Können wir ihm noch hier irgendwas zeigen? So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Aber ich verstehe nicht. Die Roboter sind hier dann scheinbar auch in dieser Stadt gefangen und können auch nicht in die Außenwelt. Anjala. Warum da hochgehen? Ist doch nichts. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Nee, haben wir noch nicht. Da gehen wir noch hin, aber wir wollen jetzt erstmal mit allen reden. Schön. Wie bitte störe meine Meditation. Achso, Om soll es heißen. Om. Wie bitte störe meine Meditation nicht. Mit seltsamen Bildern. Was für seltsame Bilder? Ich will wissen, wo ich da hinkomme. Okay, wir müssen auf jeden Fall zu Momo. Was ist mit dir? Roshi, ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Also die Menschen haben die Pflanzen manipuliert, damit sie nur noch weniger Licht brauchen, damit die auch hier unten wachsen können. Ah, okay. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Gegenstand. Einige Leute haben versucht, diese Stadt Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausweg zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Aber vor was ein Ausweg? Haben die diese Stadt gemacht, weil man draußen nicht leben konnte? Aber wir waren ja draußen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir als Tier da nicht atmen können oder so. Vor was einen Ausweg finden? Das ist eine gute Frage. Wer ist denn das hier unten? Oh, also aber der hat aber eine schöne Frisur. Hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Ein blauer Himmel? Hä? Darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben.
Oh, wir können uns hier mal ausruhen. Wäre jetzt schön, wenn er ein Lied spielen würde, oder? Ich glaube, wir können hierfür ein Lied finden. Und können ihm das dann übergeben. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund Verbreitung von Zorgs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Aber wir sind ja aus der Kanalisation gekommen. Eigentlich, da ist ein Tresor. Da steht, folge den Zahlen geschrieben. Folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht so aus, es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Okay, wir können die Leute nochmal nach dem Safe jetzt fragen. Ich hätte gern das Geheimnis. Wir fragen mal hier unser Musiker. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Okay. Ein echter Technikfreak. Ist hier hinten irgendwas? Ja. Wir gucken mal gerade, ob sich irgendeiner hier mit Technik auskennt. Er kümmert sich um die Pflanzen. Ich glaube, er ist es nicht. Warte, ich frage mich mal, was die machen, wenn ich das hier mache. Wir müssen das jetzt einfach tun. Wir müssen katzenartige Dinge tun, weil wir sind eine niedliche Katze und wir müssen auch die Roboter nerven. Wir fragen ihn nochmal. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Okay, also wir haben bis jetzt noch keinen Technikfreak getroffen, scheinbar. Der hier vielleicht? Der hat so ganz vieles altes Zeug. Der Marktplatz. Okay. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drinks. Weniger ist es, we für weniger ist nicht drin. Weniger ist nicht drin. Das ist ein SAT-Stromkabel. Das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Never mind. Das ist das Beste, was ich tun kann. Ja, was kriege ich hierfür? Das ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet eine Dose Energy Drink. Es kostet eine Dose Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Okay, jetzt brauchen wir irgendwie eine Dose Energy Drink. Wir haben Glück, dass wir diesen Gegenstand haben, um uns gegen die Zorgs zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Versorgung ist das A und O. Okay, er kann uns auch nichts sagen, auch nur ein Technikfreak sollte es lesen. Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder, wie diese hier.
die alle von der Außenwelt reden. Ein schöner Traum, finde ich. Ja, er meint, die Bilder reden von der Außenwelt. Achso, okay. Ja. Da gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Okay, also wir gehen jetzt einfach mal in eine andere Richtung. Oh, Moment. Einen kurzen Moment. So. Suchen wir uns hier jetzt erstmal. Schauen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Wer ist sie? Sieht ein bisschen aus wie ein Zug, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Wir geben ihr mal einen Gegenstand. Oder ihm, wie auch immer. Es sind ja männlich, weiblich, kann man nicht wirklich sagen. Oh. Oh, ist das die Außenwelt, von der Momo ständig redet? Wir müssen diesen ominösen Momo auf jeden Fall finden. Es sind auf jeden Fall viele Leute. Viele KIs, mit denen wir reden können. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Hey, ich will mal gerade gucken. Willst du in die Außenwelt? Na? Dann viel Glück. Das wird so schnell nicht passieren. Die Frage, die ich mir... Oh, hier ist auf jeden Fall die weiße Kugel. Na, schön, wie sie die Fragezeichen kriegen. Willst du etwas, Billy? Der Mythos des blauen Himmels, ein schönes Konzept. Ah, ich finde die Musik aber auch sehr schön hier für eine Bar. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Seine Wohnung ist ganz oben. Halte Ausschau nach einem orangefarbenen Neonschild. Okay. Die sagen uns nicht wirklich das, was wir nicht hören können. Und er ist komplett zuff. Wie das auch als Roboter irgendwie möglich ist. Wir haben die Musik geändert. Eine schöne alte Jukebox. Ja! Ja, fühle ich. Die Musik ist schön. Jacob, Mitarbeiter des Monats, September XX27. Ich glaube, er ist der einzige Mitarbeiter, oder? Naja, so ist es nun mal. Hier können wir auf jeden Fall wieder runter. Es sind auf jeden Fall genug Roboter, mit denen wir uns noch unterhalten können.
Aber ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wie gesagt, ich habe kaum Zeit. Das ist immer noch derselbe Tag, wie wo das erste Video entstanden ist. Deswegen, ich habe nicht viel Zeit. Wir werden uns in der nächsten Folge noch mit den ganzen restlichen Robotern unterhalten und werden dann mal schauen, was Momo zu unserem Bild zu sagen hat. Und ich hoffe, wir finden in der Zeit dann auch noch einen Energy Drink. Danke, dass ihr reingeschaut habt und mich begleitet und die liebe kleine Katze und ihren Roboterfreund. Guck mal, wie süß er da im Rucksack ist. Gehen da mal hoch. Oh, wir können da ganz hoch. Lol. Oh ja, das ist ein schöner Anblick. So, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Wenn das Katzenabenteuer weitergeht in dieser düsteren Cyberpunk-Welt. Also, hätte ich gesagt, haut rein, Leute. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.